Hey, ihr Lieben, da ist wieder eure Katrin und heute möchte ich euch ein echtes kleines Mojo-Highlight vorstellen. Ja, der 2019er Dunkle Yostios von Mojo. Ein Highlight deswegen, weil der so unfassbar gut gestaltet ist, wie ich es gar nicht erwartet habe, wie es auf den Produktbildern gar nicht so gut zu sehen war. Ja, vielleicht von den Farben her kein Highlight, aber wenn man den noch repainten würde, meine Güte, da ließe sich noch extrem viel rausholen. Also ich persönlich bin absolut begeistert von diesem Modell. Es ist ca. 19 cm lang und an seiner höchsten Stelle etwas über 3,5 cm hoch. Ja Freunde, schaut ihn euch an. Ist der nicht der absolute Oberhammer? Die Augen gefallen mir besonders gut. Die Macher der Zähne. Die Haut und so weiter. Die vielen kleinen Punkte, das sieht auch noch klasse aus. Das wird wahrscheinlich so drauf gespritzt worden sein, denke ich mal, mit dem Pinsel. Einfach die Borsten so ein bisschen, ja, mit dem Finger angeditscht und dann die Spritzerchen auf die Haut. Ja. Sieht auch noch cool, das ist auch noch eine nette Idee. Aber schaut euch diese Details an, ist das nicht sagenhaft? Ist das nicht sagenhaft? Aus dem ließe sich noch was richtig Tolles machen mit einem Repaint. Also Wahnsinn, das wirkt so lebendig hier, ja. Die Gestaltung der Haut, so lebendig, so fleischig wirkt das, ja. Und die Gestaltung der Flossen, der absolute Wahnsinn. Also ich bin absolut begeistert, wie ihr hört, ja. Tolles Modell, ein sagenhaftes Modell. Ich finde ihn einfach spektakulär. Unglaublich. Einfach unglaublich, was Mojo da geleistet hat. Die werden auch von Jahr zu Jahr besser. Ja, da sieht man es nochmal. Ja, 2019. Und gleich auf der Unterseite die Flossen hier. Ne? Diese Details, das ist einfach sagenhaft. Unglaublich. Einfach unglaublich. Meine Güte. Wie gesagt, auf den Produktbildern kam das gar nicht so schön rüber, wie detailliert dieses Ding eigentlich ist. Ja? Diese ganzen feinen, extrem feinen Falten hier auf seiner Haut, das macht so viel her. Ich meine, ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass er zu Lebzeiten so faltig war, ne, weil ein Fisch muss ja schön durchs Wasser gleiten können und jeder Widerstand wäre ungünstig für seine Fortbewegung. Aber dennoch, es sieht einfach spektakulär aus. Ne? Seine Flossen von oben, die Kopfpanzerung, die hier schön durchkommt. Das, denke ich mal, sind angedeutete Kiemen hier. Wahnsinn, was für ein muskulöser, kräftiger Fisch, ein richtiges Urvieh, unglaublich. Ja, von Unterseite eher hell, ne? Cremefarbenen Bauch bekommen. Und die Details wurden auch mit sehr hellbraunem Wash hervorgeholt, Oberseite in so einem Orangegelb. Seiten einem eher mintgrün, ne, auch wenn es hier etwas kräftiger grün durchkommt in der Kamera, aber er ist etwas heller als wie die Kamera ihn darstellt oder das Licht. Spektakulär. Sieht ja nicht klasse aus. Das Maulinnere ist in einem sehr, sehr dunklen Rosa. Auch noch super gemacht mit einem angedeuteten Schlund. Seinen unfassbar kräftigen Kiefer. Mein Gott, was für ein Monstrum. Der Urzeitriese Dunkle Yostios einmal in der Ansicht von vorn, in der Ansicht von hinten, die Komplettansicht von oben und einmal von unten. Ja, Freunde, das war's auch schon. Der war auch relativ schnell oder recht schnell gezeigt. Ja, also unbedingte Kaufempfehlung dieses Teil. Ja, ihr habt es gesehen, wie detailliert der ist, wie unglaublich gut der gemacht ist. Dafür, dass es eben nur ein Spielzeug ist. Aktuelles Modell von Mojo. Und ich für meinen Teil klinke mich wieder auf. Sagt tschüss, bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt Review Time, Unboxing Time, was Oma Time bei Katrin. Bis dann, ihr Lieben. Und bye.